Leute, heute möchte ich euch ein bisschen etwas über Intonation erzählen und wie ihr bestmöglich mit meinem Übematerial da zurechtkommt. Und zwar habt ihr im Überheft die Seite 20. Die wollen wir uns mal anschauen und versuchen, da möglichst gut ranzugehen an diese Übung. Also, wenn wir Intonation trainieren wollen, dann können wir das einerseits mit dem Stimmgerät tun. Das macht aber allerdings nur Sinn, wenn wir uns konkrete Aufgaben stellen. Zum Beispiel, wir versuchen einen Ton auszugleichen. Nehmen wir mal die erste Zeile. Also ich spiele ein G, das wäre ein D auf dem Altsaxophon. Ein hohes und ich nehme mein Stimmgerät zur Hilfe und versuche es auszugleichen. Geht's runter zum C. So, was ich jetzt als erstes machen könnte, wäre es nochmal die Töne zu singen. Also, ba, ba. Nur einfach, um eine Vorstellung zu bekommen. Noch besser ist es allerdings, mit sogenannten Drones zu arbeiten. Das sind Töne, die geloopt sind und die sich immer wiederholen und immer auf den Grundton verharren. Das ist eine richtig gute und effektive Sache, damit zu arbeiten. Ich habe so etwas als Saxophonton. Das heißt, der Ton wurde geloopt und er wiederholt sich die ganze Zeit. Wie das geht, mache ich einmal kurz vor.